Mein Name ist Theresia Mora. Ich wurde in Ungarn geboren und seit ich 19 bin, lebe ich in Deutschland und schreibe Prosa, Erzählungen, drei Romane, ein Essayband und jetzt wieder Erzählungen. Und das ist im Grunde alles, was ich tue, seitdem ich mit der Schule fertig bin. Welches meiner Bücher sollte man zuerst lesen? Nun ja, wenn man sich wirklich dafür interessieren würde, was ich tue, dann würde man vorne anfangen und sich dann nach hinten durcharbeiten. Also die ersten Texte, die ich geschrieben habe, die ersten Erzählungen. Also würde ich dann vielleicht, doch wenn ich wissen wollen würde, wo kommt die Autorin her, dann würde ich diese zuerst lesen. Denn diese sind stark verankert in meinem Geburtsland Ungarn und speisen sich aus den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und wer aber wissen möchte, wie ich mich dann entwickelt habe, um eine reife Schriftstellerin zu werden, immerhin mit 33 Jahren, also relativ früh, meinen ersten Roman, Alle Tage. Das Schöne daran ist, dass es den auch auf Englisch gibt, als einzigen. Naja, und dann bis zu dem Zeitpunkt hat man dann schon festgestellt, ob man etwas damit anfangen kann oder nicht. Das Schöne damals war, dass ich, das ist überhaupt das Schöne an Aufenthalten, an Stipendienaufenthalten, Arbeitsaufenthalten, ist, dass man kein Tourist ist in einer Stadt. Also man verbringt eine etwas längere Zeit und man entwickelt eine Routine und man bewegt sich durch Straßen, als wären es Straßen zu Hause, man macht seine Einkäufe. Und im Grunde war es das, was ich getan habe. Ich habe am Vormittag gearbeitet, ich bin am Nachmittag rausgegangen und ich wohnte am Regent-Kanal. Und das war mein Weg durch London, dass ich an diesem Kanal entlang quasi unterhalb der Stadt unterwegs war, den Westen komplett gemieden habe, alles Touristische vollkommen gemieden habe, abgesehen von einigen Museen. Und ansonsten war ich nur an diesem Kanal unterwegs und bin manchmal hochgekommen und war in Straßen unterwegs und besonders in East London. Und das ist sicherlich ein Vorurteil, aber ich gehe davon aus, dass wenn ich mich auf der Rückseite von Städten bewege, habe ich einen authentischen Eindruck von diesen Städten, als wenn ich mich auf der Vorderseite bewege, dort wo die Touristen sind. Und so habe ich diese Erinnerung an, also meine stärkste Erinnerung ist interessanterweise dann Brick Lane und dieses ganze Bangladesch-Viertel und natürlich ist das eine von meiner auch vollkommen unterschiedliche Kultur, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist etwas, was ich verstehe, das ist etwas, was ich in der Lage bin zu begreifen. Und es funktioniert allerdings so mit mir und den Orten, dass ich irgendwo bin und ich sammle Elementarteilchen ein, also kleine Teile, also nicht größere und dann an dem Ort festmachbare und wiedererkennbare Teile, sondern ganz kleine, die ich dann in die Prosa überführe. Das heißt, meine Erfahrungen, die ich in London gemacht habe, werden dann in einer transformierten Form in Texten auftauchen, die mit London als solchem nichts zu tun haben. Oder wie ich sehr gerne meinen väterlichen Freund und Vorbild Peter Esterházy zitiere, der Ort, an dem wir uns befinden, ist die Literatur. Und genau so ging es mir damals auch mit London. Ich betrachte das als ein möglicher Ort, einen möglichen Ort für Literatur. Ehrlich gesagt denke ich nicht gerne über Trends nach. Ich fühle mich von dem Wort Trend bedroht auf doppelte Weise. Wenn jemand beschließen würde, ich gehöre zu einem Trend, würde mich das ebenso einschüchtern, als wenn jemand beschließen würde, ich gehöre nicht dazu. Denn was könnte ich in beiden Fällen tun? Also beides ist nicht das, was sich ein Autor, glaube ich, wünscht. Ein Autor wünscht sich nicht, der Autor der Saison zu sein oder Teil von Trends. Jeder Autor, glaube ich, wünscht sich, etwas zu schaffen, was der Literatur als solcher dient, unseren zukünftigen Lesegewohnheiten. Und ich glaube, das schaffst du nicht, wenn du versuchst, dich an Trends zu orientieren oder dazu zu gehören oder krampfhaft nicht dazu zu gehören. Weil das nämlich das Schönste am Schreiben, nämlich ihre Freiheit und ihre Subversivität und ihre Souveränität nimmt. Also ich glaube, der Autor ist nicht die Person, die sich Gedanken um Trends zu machen hat.